Guten Tag, Frau Pfeffer. Nehmen Sie bitte Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Vorsorglich 55 StPO. Auf Einzelfragen müssen Sie nicht antworten, wenn Sie sich selbst in Verdacht bringen könnten. Sie heißen Eva Pfeffer, 27 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt am Main. Sie sind ledig. Sie haben, glaube ich, keine Berufsausbildung. Nee. Auch arbeitslos im Moment, ja. Mhm. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Der Angeklagten wird ihr vorgeworfen, am 19. April in die Wohnung ihrer Schwester eingedrungen zu sein und dort deren Flasche Gesichtslotion mit flüssigem Rohrreiniger aufgefüllt zu haben. Ja, ich weiß. Das ist furchtbar. Ich meine, schauen Sie sich Lisa doch mal an. Bildhübsch war meine Schwester, bevor diese Frau sie so entstellt hat. Sie hat Lisa und Daniel einfach nicht gegönnt, dass sie glücklich sind. Und ausgerechnet Lisa, die keinem was tut, dass ausgerechnet sie das Opfer von so einer fiesen Attacke geworden ist, das ist einfach furchtbar. Ich komme damit nicht klar, vor allem, weil ich ja auch irgendwie mit Schuld dran habe. Ich hätte diese Frau stoppen müssen. Und stattdessen lasse ich sie auch noch allein in der Wohnung. Aber ich konnte doch nicht ahnen, dass... Moment. Wie kam es denn, dass Sie an diesem Tag allein in der Wohnung Ihrer Schwester waren? Lisa hatte mich gebeten, für sie Klamotten aus der Reinigung zu holen und bei ihr zu Hause vorbeizubringen. Ja, und das konnte ich ja machen. Warum auch nicht? Ich bin ja arbeitslos und habe sonst nichts zu tun. So, dann bin ich also in die Wohnung rein. Und dann steht da diese Frau in der Küche, ja? Also ich habe mich echt total erschrocken. Wie hat sie sich denn verhalten, als Sie ihr begegnet sind da? Ja, total schuldbewusst. Sie hat da rumgestammelt von wegen, ja, es ist ja nicht so, wie es aussieht. Und dass sie ja nur mit ihrem Mann sprechen wollte. Da habe ich dann auch erst mal kapiert, wer das überhaupt ist, ja? Ich meine, ich habe so einiges schon von ihr gehört und unfreiwillig auch mal mit ihr telefoniert. Na, jedenfalls wollte ich sie einfach nur aus der Wohnung raushaben. Und was geschah dann? Ja? Ich habe ihr klipp und klar gesagt, dass sie sich verziehen soll. Mhm. Sie hat sich dann aber einfach hingesetzt, die Arme verschränkt und hat gesagt, sie geht nicht weg, bis sie mit ihrem Mann gesprochen hat. Ja toll, da war ich erstmal total verwirrt, weil ich kann sie ja schlecht am Kragen packen und rauszehren. Ja, und noch dazu hatte ich mein Auto nicht abgeschlossen. Weil ich wollte ja, wie gesagt, nur schnell rein, die Sachen hinlegen und wieder weg. Also bin ich erstmal runter, um das Auto abzuschließen. Mhm. Runter, das Auto abzuschließen, während eine fremde Frau in der Wohnung verbleibt, unbeaufsichtigt. Ja, deswegen mache ich mir ja so Vorwürfe. Aber ich wollte auf dem Weg zum Auto, wollte ich auch Lisa anrufen. Weil ich wusste nicht, soll ich jetzt die Polizei rufen oder nicht. Ich konnte ja die ganze Situation überhaupt nicht einschätzen. Haben Sie Ihre Schwester denn dann erreicht? Ja, habe ich. Aber naja, Lisa meinte, ich soll die Polizei aus dem Spiel lassen und dass die da schon genug gelitten hat. Naja, ich meine, Lisa ist einfach zu gutmütig. Aber es ist ihre Wohnung, also habe ich mich danach gerichtet. Können Sie nur einschätzen oder uns sagen, wie lange die Angeklagte alleine in der Wohnung war? Bis ich runter war und wieder hoch. Mhm. Und telefoniert habe ich ja auch noch. Also ich schätze mal, 3 Minuten war ich weg oder so. Mhm. Mhm. War sie noch da, als sie wieder in die Wohnung zurückkam? Nee, es war total komisch. Die war weg. Aber dabei hätte sie ja an mir vorbeikommen müssen, als sie raus ist aus der Wohnung. Naja, und im Nachhinein ist ja allen klar, warum die so schnell verschwunden ist. Naja, und ich mache mir jetzt halt die größten Vorwürfe deswegen. Ja, brauchen Sie aber nicht machen. Ich meine, wir wissen ja gar nicht, ob nicht die Angeklagte die Tat vielleicht schon begangen hatte, bevor sie die Wohnung betreten hat. Aber was ganz anderes. Sie sprachen das eben an mit diesem unfreiwilligen Telefonat mit der Angeklagten. Können Sie dazu noch was sagen? Klar. Das war am Tag vorher. Da war ich für Lisa einkaufen, als sie noch arbeiten war. Und dann bin ich zur Wohnung rein, dann hat es geklingelt. Und dann bin ich rangegangen und die Angeklagte, die hat mir dermaßen ins Ohr geschrien, dass ich fast einen Hörsturz bekommen hätte. Was hat sie denn gesagt oder geschrien? Ja, also sie dachte halt, ich wäre Lisa und dann legte die los. Ey, du Flittchen! Ich glaube nicht, dass du damit durchkommst. Du wirst auch nicht ewig gut aussehen und dann wirst du schon sehen, was passiert. Irgendwie sowas und dann hat sie wieder aufgelegt. Ja, und was sie damit gemeint hat, das ist ja jetzt allen klar, ne? Das sehe ich auch so. Damit haben sie die Tat angedroht, Frau Lorenz. Und Flittchen kommen mir so bekannt vor. Drecksflittchen kennen wir ja von Ihnen. Aber ich habe das nicht gesagt. Natürlich habe ich ein paar Sachen gesagt, die nicht so ganz schön waren. Aber da ging es doch vor allem um das Geld. Ich wollte wissen, wo das Geld aus dem Bausparvertrag ist. Gedroht habe ich ihr nicht. Ich weiß nicht, warum sie lügt. Da gibt es für mich nur eine Antwort. Die Dame will sie vorsätzlich belasten. Aus welchem Grund, weiß ich natürlich nicht. Aber keine Sorge, ich glaube Ihnen. Tja, da haben Sie wohl aufs falsche Pferd gesetzt, ne? Mal eine ganz andere Frage. Was haben Sie denn eigentlich beruflich gemacht, bevor Sie arbeitslos geworden sind? Das wissen Sie doch. Ja, ich würde es aber gerne von Ihnen wissen, hier in der öffentlichen Hauptverhandlung. Ich war selbstständig. Ja? Geht das auch ein bisschen genauer? Sie hatten ein Nagelstudio, richtig? Ja? Und was ist mit diesem Nagelstudio? Gibt's nicht mehr. Es lief nicht so gut, wie ich mir das gewünscht hätte. Mhm. Was heißt das genau? Ja, was soll das schon heißen? Ich muss es zumachen. Mhm. Zumachen wegen finanzieller Probleme. Haben Sie eigentlich gewusst, dass Ihre Eltern Ihre Schwester finanziell unterstützt haben? Mit einem Betrag von 20.000 Euro zum Kauf einer Eigentumswohnung? Ja, warum? Ja, und wie fanden Sie das? Ist doch nett. Fanden Sie nett? So zur gemeinsamen Zukunft, ja. Wenn die beiden heiraten Wenn Sie wollen. Das so nett gefunden haben, dann frage ich mich,
ob Ihre Eltern zu Ihnen genauso nett gewesen sind, als Sie in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt sind. Ja, kurz vor der Schließung Ihres Nagelstudios zum Beispiel. Ist da auch ein Sümmchen geflossen? Also, da muss ich auch mal was sagen, Herr Richter. Das sieht ja aus, als wenn ich der letzte Rabenvater wäre. Wenn Sie die Eva kennen würden, würden Sie auch keine 50 Cent geben. Das sagst du immer. Das ist sowas von unfair. Du hast einiges verbockt und in den Sand gesetzt. Hat die Eva Sie denn um Geld gebeten für Ihr Nagelstudio? Mehr als einmal. Wir sind aber hart geblieben. Sie haben also trotz mehrfacher Bitten kein Geld von Ihren Eltern bekommen. Ihre Schwester hingegen schon. Fanden Sie das okay? Keine Antwort. Schweigen, oder? Dann kann ich ja ableiten, was darunter zu verstehen ist. Darin liegt Ihr Motiv für diese Tat. Eva, das hat dir doch wohl nichts ausgemacht mit dem Geld, oder? Warum hast du denn dann nichts gesagt? Ja, warst du deswegen so traurig, als wir neulich darüber gesprochen haben? Eva, du weißt doch ganz genau, dass Papa dir genauso Geld geben würde, wenn du dir eine Wohnung kaufen wollen würdest. Ja, das weiß ich. Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass nicht meine Mandantin den Rohrreiniger in die Gesichtsmilch umgeschüttet hat, sondern dass Sie das waren. Und warum? Weil Sie eifersüchtig auf Ihre Schwester gewesen sind. Ach, ich war das nicht. Lass dich nicht in die Enge treiben. Das muss sie sagen, weil sie Stefanie verteidigt. Ja. Ich bin aber leider nicht die Einzige, die von der Unschuld meiner Mandantin überzeugt ist. Oder wie erklären Sie sich den Umstand, dass meine Mandantin kurz nach der angeblich von ihr begangenen Tat, einer schweren Straftat, einem Nachbarn begegnet, der von der Version meiner Mandantin überzeugt ist? Gut, darüber können wir mit dem Nachbarn selbst sprechen. Aber gibt es noch Fragen? Keine Frage. Nein. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt. Martin Bergmann bitte und Sie dürfen den Platz nehmen. Herr Bergmann, guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Sie wissen, Sie müssen die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Martin Bergmann, 32 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt am Main. Sie sind ledig, selbstständiger Automechaniker, verwandt oder verschwägert sind Sie nicht mit der Angeklagten. Sie wissen aber, was der Angeklagten vorgeworfen wird. Sie soll sich Zugang zur Wohnung ihrer Nachbarin verschafft haben und soll dann dort in diese Flasche Körperlotion einen flüssigen Rohrreiniger gefüllt haben, was dann letzten Endes zu schweren Verätzungen geführt hat. Ja, das weiß ich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit der Tat nichts zu tun hat. Da ist sie einfach nicht der Typ dazu. Wir kennen uns zwar kaum, aber diese paar Mal, die wir uns getroffen haben, die waren sehr intensiv. Das erste Mal habe ich sie getroffen, als sie vorne auf dem Parkplatz von diesem Mann da einen Kinnhaken bekommen hat. Von mir? Also bitte, was erzählen Sie denn hier? Also, hat meine Frau Sie für so eine Falschaussage bezahlt oder was? Ist doch ungeheuerlich. Jetzt hör mir mal zu. Wenn ich an dem Tag nicht an Krücken gelaufen wäre, dann hätte ich ja ganz genau gezeigt, was ich von Männern halte, die Frauen schlagen. Wieso sind Sie an Krücken gegangen? Ich habe mich dummerweise das Wochenende davor beim Motorradfahren hingelegt und mir das Bein gebrochen. Da habe ich Steffi und ihren Schläger, ihr Mann, auf dem Parkplatz stehen sehen, als ich gerade vom Krankenhaus gekommen bin. Du bist echt das Allerletzte. Also ganz ehrlich, ich bin überhaupt kein Frauenschläger. Sowas würde ich nicht machen. Okay, vielleicht habe ich sie ein bisschen geschubst, aber das war Notwehr. Sonst hätte sie mein Auto kaputt gemacht. Und ganz ehrlich, das hat sie doch selber provoziert. Von wegen provoziert. Ja. Das war ein Kinnhaken, das habe ich ganz genau gesehen. Und für dieses Handeln gibt es keine Rechtfertigung. Gut, ich denke, das werden dann die Kollegen von der Staatsanwaltschaft schon noch zu würdigen wissen. Bei der Gelegenheit haben Sie ja mit der Angeklagten gesprochen. Ja, die arme Frau war ja völlig fertig. Ich habe sie zu mir in die Wohnung geholt und auf sie eingeredet, dass sie diesen Typen anzeigen muss. Das hat sie zum Glück auch noch gemacht. Ja, und bei der Gelegenheit hat sie mir genau erzählt, was für ein sauberer Typ ihr Mann doch ist. Bis dorthin konnte ich ihn noch ganz gut leiden, wenn ich ihn ab und zu gesehen habe. Aber so kann man sich echt täuschen. Ja. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie hätten die Angeklagte ein paar Mal getroffen? Also, ich hatte noch das Bein gebrochen. Und deswegen saß ich an dem Tag, als Lisa sich das Gesicht verätzt hat, am Fenster und habe rausgeschaut. Mhm. Mir war stinklangweilig, weil ich mehr so der aktive Mensch bin. Zumindest hat es an der Tür geklopft. Steffi steht vor der Tür, total verheult und sagt zu mir, bitte hilf mir, ich will mein Kind nicht verlieren. Ich habe so einen Mist gebaut. Ja gut, richtig eingeschätzt. Ne? Ich meine, die Frau Lorenz hat eben genau die richtige Mischung da vorgenommen, um ihrer Kontrahentin das Gesicht regelrecht verätzen zu können. Es ist bis heute nicht klar, entschuldigen Sie bitte, Frau Lorenz, ob nicht die Geschädigte auf dem Auge noch erblinden wird. Nein! Das glaube ich auch nicht. Was heißt nein? Ich habe sie ja darauf angesprochen. Und sie hat darauf angespielt, dass sie in die Wohnung von ihrem Ex-Mann und seiner neuen eingebrochen ist. Klar war es illegal, aber trotzdem kann ich sie gut verstehen. Was hat sie Ihnen denn erzählt, was sie in der Wohnung wollte? Sie wollte ihrem Kind zuleben mit ihrem Mann reden. Ja, und da ist ihr wohl Lisas Schwester über den Weg gelaufen und die muss sich so blöd von der Seite angemacht haben, ja, dass Steffi einfach die Nerven verloren hat. Was hat sie denn zu Ihnen gesagt, die Eva Pfeffer? Sie hat rumgeschrien und sie hat gesagt, dass sie mich anzeigt und dass sie die Polizei ruft, dass ich das Allerletzte bin, dass ich in eine Irrenanstalt gehöre. Und dann ist sie weggelaufen. Mhm. Und ehrlich gesagt, in dem Moment ist mir überhaupt bewusst geworden, dass ich tatsächlich so gewirkt haben muss. Da habe ich Angst gekriegt.
Dann bin ich rübergelaufen zu Martin, weil ich auf gar keinen Fall Lisas Schwester noch mal begegnen wollte. Hat sie Ihnen denn gesagt, inwiefern sie tatsächlich Mist gebaut habe? Nein, konkreter ist sie nicht geworden. Ich habe ihr einen Kaffee gemacht und haben ein bisschen geredet, so eine halbe Stunde circa. Es ging ihr dann auch ziemlich schnell wieder besser. Deswegen kann ich mir es einfach nicht vorstellen, dass sie die Tat mit meiner Nachbarin gemacht hat. Weil sie war stinksauer auf ihren Mann, aber doch nicht auf das Mädchen. Ja. Kennen Sie eigentlich die Schwester Ihrer Nachbarin? Ja, die Frau da hinten. Ne? Mhm. Ja, ich habe sie auch an dem Parkplatz kurz gesehen, als Steffi bei mir geklopft hat. Und was wollte die am Parkplatz? Das habe ich leider nicht so genau gesehen. Sie ist zu ihrem Auto gelaufen und hat irgendwie im Kofferraum rumgemacht. Was heißt am Kofferraum rumgemacht? Was rausgeholt? Oder? Ja, irgendwas am Verbandskasten. Ach, die Zeugin hat vorhin aber ausgesagt, dass sie nur schnell ihr Auto abschließen wollte. Nein, nein, das stimmt nicht. Sie ist definitiv bei ihrem Auto gewesen, am Kofferraum, und hat irgendwas am Verbandskasten gemacht. Das ist völliger Quatsch, der irrt sich. Ich weiß ganz genau, was ich gesehen habe. Ja, und was hat Eva Pfeffer aus dem Verbandskasten geholt? Da bin ich mir leider nicht ganz sicher. Ich kann es echt nicht beschwören. Ja, nach was hat es denn ausgeschaut? Ich denke mal, es waren Einmalhandschuhe. Aber wie gesagt, ich kann es einfach nicht beschwören. Wie kommt es eigentlich, dass Sie das bei der Polizei nicht erwähnt hatten? Warum hätte ich denn sagen sollen? Und das mit den Einmalhandschuhen ist mir erst eingefallen, als ich sie wieder gesehen habe. Ja, Sie haben ja eine blühende Fantasie. Ich bin einfach nur runter, um mein Auto abzuschließen. Dann bin ich wieder hoch, hab gesehen, dass die Frau nicht mehr da ist. Und dann bin ich auch wieder gefahren. Ich meine, ich wollte doch nur schnell Evas Sachen oben ablegen. Moment mal. Als Steffi gegangen ist, habe ich ihr aus dem Fenster geschaut und nachgewunken. Da stand das Auto von Lisas Schwester aber noch da. Aha. Das heißt, Moment, das war ja dann eine halbe Stunde, nachdem die Angeklagte die Wohnung verlassen hatte. Dann sind sie ja doch noch länger in der Wohnung ihrer Schwester geblieben, als sie vorher behauptet haben. Nochmal, Wahrheit müssen sie sagen, sich selber müssen sie nicht belasten. Was haben sie denn da noch gemacht so lang? Was hätte ich denn da bitte schön noch machen sollen? Der irrt sich einfach. Hey, das ist völlig klar, der steckt mit der Verrückten da drüben unter einer Decke. Das ist doch offensichtlich. Aber Eva, da stimmt doch was nicht. Ich meine, ich kenne dich doch. Also, wenn ich jetzt eine Durchsuchung Ihres Autos anordnen würde, sind Sie mit dem Auto da? Ja. Ah, dann könnte man das sogar selbst direkt jetzt durchführen, wenn ich eine Durchsuchung anordnen würde, um Ihren Verbandskasten zu überprüfen. Wären da einmal Handschuhe drin? Eva. Oder nicht? Eva, hast du was damit zu tun? Eva, hast du mich? Ja, was glaubst du denn? Du blödes Stück. Alles kriegst du in den Arsch geschoben. Ja, du hältst dich für die Königin von Saba, aber bist du einfach nur so eine dämliche kleine Tanzmaus. Bloß weil du gut aussiehst, finden dich alle toll. Und jetzt wollen die Mama und Papa auch noch Geld geben. Für was Solides, hey, was Solides. Du hast dieser Frau den Mann ausgespannt wie eine Nutte. Und ich habe so lange gearbeitet und so hart gearbeitet und ich habe nichts bekommen. Aha. Oh Gott. Wann haben Sie denn erfahren, dass Ihre Schwester da Geld von Ihren Eltern bekommen hatte oder sollte? Daniel hat irgendwann mal sowas angedeutet, dass die eine Wohnung bauen wollen. Mhm. Und an dem Tag, als die Frau in der Wohnung war, da lagen auf dem Wohnzimmertisch Baupläne. Und da wusste ich, dass das nicht nur Gerede war. Und ich war eh schon so sauer. Nur weil ich arbeitslos bin, bin ich doch nicht Lisas Dienstmädchen. Sie hat immer rumgesäuselt. Könntest du für mich die Klamotten aus der Reinigung holen, bitte? Ja, und dann habe ich den Rohrreiniger da stehen sehen und hab's gemacht, als die da weg war. Ich wusste ja, dass sie die Lotion immer nimmt. Ich habe sie ja selber noch empfohlen für ihre empfindliche Haut. Dass Sie nicht begeistert sind, dass Ihre Eltern Ihnen nicht helfen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ihre Schwester ohne wirtschaftliche Schwierigkeiten, aber sehr wohl beim Kauf einer Eigentumswohnung. Okay, geschenkt. Dass Sie dann Hass haben? Geschenkt. Dass Ihnen vielleicht auch der Freund Ihrer Schwester nicht passt? Geschenkt. Aber was muss in einem Kopf vorgehen? Schauen Sie sich Ihre Schwester doch mal an. Was muss in einem Kopf vorgehen, dass man die eigene Schwester mit so einem Ding hier verätzt? Zeit Ihres Lebens wird Ihre Schwester damit zu kämpfen haben. Können Sie mir mal erklären, womit Ihre Schwester das verdient haben sollte? Können Sie nicht. Hätte mich auch gewundert. Also, um jetzt das noch mal zu klären von dem Zeugen hier, dann hat der Herr Bergmann nicht gelogen. Dann haben Sie tatsächlich die Einmalhandschuhe aus dem Auto geholt. Herzlichen Dank, Herr Bergmann. Ich schätze, dass Sie uns hier ganz, ganz extrem weitergeholfen haben.
Sie bleiben unvereidigt, dürfen hinten Platz nehmen. Ebenso bleibt die Eva Pfeffer weiterhin unvereidigt. Dann stellen wir noch fest, dass die geschädigte Lisa Pfeffer hinsichtlich des Hausfriedensbruchs am 22. April 2012 und damit Form- und Fristgerecht Strafantrag gestellt hat. Ich verlese außerdem noch den Auszug aus dem Bundeszentralregister. Die Angeklagte ist nicht vorbestraft. Ja, das heißt jetzt am Ende, es bleibt ja doch was übrig. Allerdings nur ein Hausfriedensbruch. Das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was ursprünglich angeklagt war. Ja, beabsichtigte schwere Körperverletzung ist ein Verbrechen, wäre ein Verbrechen gewesen. Hausfriedensbruch, können wir das Verfahren nicht vielleicht einstellen wegen geringer von Schuld? Von unserer Seite aus, ja. Also von meiner Seite, ich muss das Spielverderber spielen, ich würde da nicht mitmachen können. Aber warum denn nicht, Herr Staatsanwalt? Ich sag's Ihnen gerne, Frau Verteidigerin. Wir haben hier nicht mit einem, ich nenne es mal salopp, stinknormalen Hausfriedensbruch zu tun, wo jemand mal das Gartentor passiert oder wo man eben irgendwo die Tür, den Fuß die Tür stellt und sich erst wegdrängen lassen muss vom Hauseigentümer, sondern da ist jemand mit dem Nachschlüssel reingeschlichen in die echte Privatsphäre anderer Leute. Und das ist für mich kein Fall, der einer Einstellung zugänglich ist. Das überzeugt mich nicht, Ihre Argumentation. Sie können doch nicht sagen, nur weil einer einen Nachschlüssel hat und deswegen einen Hausfriedensbruch begeht, ist das schlimmer zu werten, als wenn man die Tür aufbricht oder gegen einen Gartentür eintritt. Nein, hören Sie mir zu, Herr Staatsanwalt. Sie hätte einbrechen müssen. Klar, schlimmer geht immer. Na, sie hätte gar nicht rein dürfen. Also, auf welcher Schiene sind wir da jetzt angekommen? Da haben wir den Hausfriedensbruch. Die Frage geht jetzt, welche Schuld hat die Mandantin auf sich geladen? Und da müssen Sie doch eins sehen, sie hat sich doch den Nachschlüssel nicht zu diesem Zweck besorgt. Den hatte sie doch schon. Das war doch an dem Tag ein spontaner Einfall. Da muss ich jetzt schon sagen, den hat sie sich extra machen lassen. Ja. Und insoweit hat der Staatsanwalt natürlich schon wieder recht. Ich meine auch, man hätte es einstellen können, aber wenn er da nicht mitspielt, Sie wissen, ich kann nur einstellen wegen geringer Schuld, wenn sowohl die Angeklagte, die hätte sicher nichts dagegen, als auch Sie, als auch der Staatsanwalt da mitmachen. Und wenn er hier nicht mitmacht, dann hat er durchaus gute Gründe, das muss ich schon auch sagen. Also Sie stimmen nicht zu. Nicht zu, nein. Gut. Wenn wir zu keiner Einstellung kommen, muss ich Sie noch nach Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen fragen, was verdienen Sie denn netto im Monat? Netto 1200. Noch irgendwie Trennungsunterhalt von Ihrem Mann? Gut, keine weiteren Erklärungen. Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, also ein Hausfriedensbruch bleibt übrig. Die Argumente hierfür haben wir ganz gut ausgetauscht, denke ich. Ich habe auch zum Ausdruck gebracht, dass nach meiner Überzeugung dieser Hausfriedensbruch recht gravierend ist. Wir bewegen uns also hier bei der Strafzumessung nicht am unteren Rand. Die Angeklagte ist nicht vorbestraft, aber sollte es auf dem Papier zumindest bleiben. Das heißt, wir sollten dafür sorgen, dass im Führungszeugnis kein Eintrag erfolgt. Bei 90 Tagessätzen, die wir nicht überschreiten, ist das der Fall. Und genau so lautet mein Antrag. 90 Tagessätze, ein Gehalt von 1,2 im Monat, also 3.600 Euro insgesamt. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, selbst wenn in objektiver Hinsicht ein Hausfriedensbruch übrig bleibt, heißt das noch nicht zwingend, dass meine Mandantin dafür auch zu bestrafen ist. Denn wie schaut es denn subjektiv aus? Wie schaut es aus mit der Vorsatzseite? Und da muss ich noch mal an das anknüpfen, was ich vorher nicht zu Ende führen konnte, Herr Staatsanwalt. Warum hat meine Mandantin diesen Nachschlüssel machen lassen? Das wissen wir gar nicht, ja. Das war in einer Laune, in einer Rage, wo sie sagt, da hat sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal die Gelegenheit genutzt und wusste eigentlich gar nicht, was sie mit dem Schlüssel anfangen sollte. Fakt ist, dass sie am Tattag nicht in die Wohnung eingedrungen ist, um nach Unterlagen zu wühlen oder, wie man so schön sagt, den Hausfrieden zu stören. Nein, ihre Absicht war doch, ein vernünftiges Gespräch mit ihrem Noch-Ehemann zu führen. Ja, sie ist davon ausgegangen, nach telefonischer Ankündigung oder anderen Bemühungen würde ein solches Gespräch gar nicht zustande kommen. Und deswegen hat sie einfach kurzerhand den Schlüssel umgedreht und sie ist ja davon ausgegangen, dass er zu dieser Zeit alleine zu Hause ist. Und von daher meine ich, ist doch die Schuld, die sie auf sich geladen hat, wirklich so schwindend gering, dass man sagt, eine Verurteilung wäre hier fast übers Ziel hinausgeschossen. Ich meine, das ist wirklich mal ein Fall, wo man sagen kann, da spricht man eine Verwarnung unter Strafvorbehalt aus. Danke, Frau Verteidigerin. Frau Lorenz, Sie haben die Anträge nur gehört. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich bin einfach froh, dass das Ganze vorbei ist. Aber was die Sache mit dem Geld betrifft, das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Da will ich meinen Anteil haben. Gut, dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Stefanie Lorenz ist schuldig des Hausfriedensbruchs. Sie wird deshalb zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 40 Euro, also insgesamt 800 Euro, verurteilt. Der Nachschlüssel der Angeklagten zur Wohnung von Lisa Pfeffer wird eingezogen. Paragraphen 123 und 74 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie bitte Platz. Also ein Hausfriedensbruch hat eigentlich nichts vor dem Schöffengericht zu suchen, aber es ging ja ursprünglich um eine beabsichtigte schwere Körperverletzung. Die hat die Eva Pfeffer begangen.
Das ist wirklich eine ganz abscheuliche Geschichte aus Hass, aus Neid auf die eigene Schwester. Und da werden Sie mit Sicherheit eine erhebliche Freiheitsstrafe zu erwarten haben. Ein Hausfriedensbruch stellen die Gerichte, wenn nicht gar schon die Staatsanwaltschaft, normalerweise ein. Weil der Staat sich nicht unbedingt in Beziehungsprobleme einmischen sollte, selbst wenn dabei Grenzen überschritten werden, solange die Grenzen nicht gravierend überschritten werden. Ja, und man hätte auch hier dran denken können, das hier einzustellen. Aber der Staatsanwalt hat nicht ganz Unrecht. Sie, Frau Verteidiger, haben insoweit Unrecht, wenn Sie einen Vorsatz in Frage stellen, erst schon mal. Sie hat doch da, als sie ertappt wurde, sich eigentlich schon geoutet und ein schlechtes Gewissen gehabt. Und was hat sie denn vorgehabt? Also Entschuldigung, ein Gespräch mit ihrem Ex führen? Da warte ich vor der Tür und klingle, ob er aufmacht. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Ja? Sie wollten sich in der Wohnung umsehen. Sie wollten vielleicht sogar ausspionieren, wo denn das Geld vom Bausparvertrag geblieben ist. Und dabei haben Sie doch einige kriminelle Energie gezeigt, indem Sie aus seiner Jackentasche seinen Wohnungsschlüssel genommen haben, Nachschlüssel angefertigt haben und dann den Schlüssel wieder zurückgegeben haben. Und deshalb haben Sie nicht Unrecht, dass man auch hier zu einer Verurteilung kommen kann. Trotzdem, Herr Staatsanwalt, es ist und bleibt keine gravierende Straftat, sondern ein Hausfriedensbruch. Und das sind 20 Tagessätze sicherlich ausreichend, nur um es einordnen zu können. Mehr bekommt ein Ladendieb, wenn er das erste Mal erwischt wird, auch nicht. Und gravierender ist der Hausfriedensbruch sicher nicht. 40 Euro ist das, was Sie am Tag verdienen. Damit die Frau Pfeffer nicht auch noch Angst haben muss, dass irgendwann wieder ungebetene Gäste in der Wohnung sind, wird der Schlüssel eingezogen, damit sie sich nicht auf dem Zivilrechtsweg extra darum kümmern muss. Gegen das Urteil kann auch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Die andere Geschichte, das Geld aus dem Bausparvertrag, das muss ein Zivilgericht entscheiden, ob Sie da wirklich im Rahmen des Zugewinnausgleiches einen Anspruch darauf haben. Ich weiß es nicht. Unjuristisch gesagt, dass er sie tatsächlich übers Ohr hauen wollte, dafür spricht ja zumindest sein Märchen über den Verlust im Spielcasino. Und ein Märchen, befürchte ich, war auch ihre Ehe insgesamt. Das Märchen vom Froschkönig, nur dass sich am Ende der Prinz als Frosch ohne Kröten erwiesen hat. Heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Daniel Lorenz wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung und versuchten Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt. Als Folge der Scheidung muss er die Hälfte der Bausparsumme als Zugewinnausgleich an Stefanie Lorenz herausgeben. Eva Pfeffer wurde wegen beabsichtigter schwerer Körperverletzung, uneidlicher Falschaussage und falscher Verdächtigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt.